Zap, zap, meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video und wie ihr sehen könnt, die Sherry ist noch bei mir und wir haben hier was spendiert. Ich war in Action und habe da was gesehen, nämlich dieses Geschirr hier. Das hat 4 Euro gekostet. Ich habe erstmal gezweifelt, ob das wirklich so irgendwie halten soll, weil ich weiß, wie stark sie ist und wie stark sie ziehen kann, wenn sie andere Tiere sieht. Wir hatten ja immer am Halsband sonst die Leine gehabt und weiß nicht, da hat die immer gehechelt und wenn die immer auf andere Tiere losgehen wollte, hatte ich das Gefühl, keine Luft gekriegt. Da habe ich ihr das Ding geholt und ich bin wirklich positiv überrascht, wie wirkungsvoll das ist. Mit diesem Geschirr, weiß nicht, hat die bessere Luft, da habe ich das Gefühl, und es ist für mich auch viel einfacher, die da festzuhalten, falls andere Tiere kommen, weil sonst musste ich die immer am Halsband halten und wenn die einmal rückwärts gelaufen ist, war die aus dem Halsband draußen, weil das nicht so ganz eng anliegt. Aber damit bin ich wirklich zufrieden. Komm mal her, steh mal auf, Sherry. Komm her, steh mal auf, sonst sieht man das doch nicht. Hey, ja, gutes Mädchen. Man kann hier dieses Etikett hier natürlich auch abmachen, das ist mit Klettverschluss, man könnte was anderes dran machen. Ich habe bei vielen anderen Hunden sowas gesehen. Aber ich muss wirklich sagen, für 4 Euro ist das wirklich eigentlich echt super. Kann man sich nicht beschweren. Ich hätte gedacht, das wird irgendwie reißen, die Nähte würden reißen, wenn die einmal zieht. Aber es gab ja schon ein paar Fälle, wo die mal richtig Power gegeben hat und es kam richtig plötzlich überraschend. Ich konnte die problemlos halten und es ist wesentlich einfacher, habe ich das Gefühl, als mit einem Halsband. Deswegen würde ich das hier bevorzugen. Ich hole das noch einmal, glaube ich, in einer anderen Farbe vielleicht für sie. Ein bisschen so mädchenhaftes, weil das ja ein süßes Mädchen ist. Ja? Wer ist das süße Mädchen? Du bist das süße Mädchen. Ja, 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 ja. Okay, gehen wir noch ein bisschen laufen. Sherry, auf, weiter geht's. Komm. Da vorne sind Schafe. Da ist sie auch ziemlich spitz drauf. Ich weiß nicht, warum die auf andere Tiere irgendwie als losgehen will. Ich hatte aber die Tage auch die Erfahrung gemacht, dass die Kinder beschützt. Ich war mit mehreren Leuten unterwegs und da waren halt Kinder dabei. Und sobald ein Kind irgendwie auf die Straße wollte, vom Bürgersteig runter, ist die sofort hingerannt, hat die Kinder gestoppt. Hat sich davor gestellt, wollte die Kinder nicht auf die Straße lassen. So ein Verhalten habe ich eigentlich noch nie bei Hunden gesehen, aber finde ich echt krass. Ich dachte, was will die alles von Kindern? Die hat mich alles zu Kindern gezogen. Und jetzt habe ich gemerkt, sobald Kinder versuchen, irgendwie auf die Straße zu gehen, rennt sie hin und hält sie sofort auf. Stellt sich davor und lässt die Kinder nicht weiterlaufen auf die Straße. Finde ich echt geil an diesem Hund. Ich weiß nicht, ob ihr das beigebracht wurde oder ob die das selber macht. Keine Ahnung. Aber ich finde das echt cool. Sherry, cool bleiben. Lass den Vogel in Ruhe. Lass den Vogel in Ruhe. Komm, weiter geht's. Komm. Klasse Hund. So, damit verabschiede ich mich und sage Ciao, Kakao.